Hallo Welt, da sind wir wieder. Der Bienenjäger ist wieder unterwegs. Mit zwei Pfeilen schaffen wir doch die Biene wohl, oder? Die Bienen bewachen jetzt unsere Sachen da oben. Und wir können noch so oft hier reingucken. Es kommt nicht wie durch ein Wunder plötzlich ein Pfeil hier rein. Wir hatten so viele Pfeile, wo sind denn die alle? In der Tat hatten wir was um die über 100 Pfeile. Ja, das ist immer so, stückweise ging das weg und wir haben nie wieder neue gebaut. Und ob man es glaubt oder nicht, irgendwann, wenn man immer ein paar wegnimmt, dann hat man irgendwann gar keine mehr. So ist das. Ja, aber wie kommen wir jetzt gegen die Biene da oben an? Ich versuche ja immer auch schon vorbeizuschleichen. Haha, das haben wir gesehen in den letzten Folgen, oder? Ah, das hat nicht so gut geklappt. Ach, oder wir warten ganz lange, dann irgendwann ist sie doch weg, bestimmt. Irgendwann ist der Rucksack vermutlich weg, oder? Oh. Oder wir müssen die weglocken. Weglocken funktioniert nicht. Das sieht so aus, als würde sie da feststecken. So, wir haben drei Pfeile, das reicht ja eigentlich. Gegen eine, wir haben drei Schüsse. Oben war das ganz locker. Wir haben drei Schüsse gebraucht und perfekt, peng, peng, peng. Weg war sie. Und da hatten wir nicht mal diese gute Rüstung hier. Oh, ein Salzstück, oh wie schön. Wow, die kommt ja durch. Ach Mann. Warum treffe ich hier mit diesem Bogen nicht? Mit diesem Ding da, ey. Geh doch da durch. Mann. Ach, Kea. Immer mit der Ruhe. Wir machen das jetzt richtig. So. Da hoch. Hoch. Ich kann auch nicht mal richtig steuern. Ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich muss erstmal warm werden. Feeling refreshed. Was sollen wir denn da jetzt machen? Ja, wir haben noch einen Pfeil. Dann sollen sich die Bienen alle hintereinander aufstellen und dann müssen wir genau durch die Augen schießen. Und der muss durchgehen, der Pfeil. Der muss ein bisschen heftiger jetzt geschossen werden. Mit Anlauf vielleicht. Wir bauen uns hier schnell einen Bunker. Boah, müssen die jetzt ausgerechnet da sein? Bei unseren Pfeilen, das ist doch eine Frechheit, sowas. Nimm das doch. Spring darauf, geht nicht. Bleib unten. Spring da runter. Wo ist unser Gleiter? Haha, wir haben unsere Sachen gerettet. Ja, denkst du, da oben sind noch zwei Rucksäcke. War da was Wichtiges drin? Alle Pfeile. Ach, das gibt's auch jetzt nicht. Eieiei, so kann man's auch machen. Naja, wenigstens sind die Rucksäcke gerettet. Nein, erst. Looks like everything's still here. Ja, siehst du. Das geht gut. Ach ja, doch ein Stück Salz ist da oben noch. Das kann ich nicht zurücklassen. Ich würde das ja jetzt in Sicherheit bringen, aber wir holen unsere Sachen ja sowieso immer wieder. Außerdem müssen wir sowieso irgendwie da runter, denn unsere Kiste steht ja noch da. Wobei, die Kiste steht ja auch später. Also die steht auf jeden Fall, bleibt die da stehen. Das heißt, da könnten wir tatsächlich erstmal Milben jagen gehen. Wie sieht's denn aus mit unserem Milbe-Jagdwerkzeug? Milben-Jagdwerkzeug. Wie sieht's denn damit aus? Das hier nehmen wir ganz gerne dafür.
Die Insektenaxt. Oh, das sieht doch noch ganz gut aus. Da haben wir schon einen zweiten Pfeil. Wenn wir einmal da hinten rumlaufen überall, dann haben wir das Inventar wieder voll mit Pfeilen. Ich frage mich gerade, ob die Pfeile liegen bleiben. Ich würde mir das wünschen. Dann wäre der ganze Garten zwar irgendwann voll mit Pfeilen. Und wenn man hierher läuft, dann sammelt man die auch noch automatisch ein. Das heißt, man wäre ja ständig überladen dann. Wenn hier wirklich alles voller Pfeile wäre. Ja, aber man hätte immer viele Pfeile. Das wäre... Also mich würde es erstmal nicht stören. Aber naja, wenn man dann doch andauernd überladen ist, vielleicht doch. Ach, andauernd überladen ist doch auch Quatsch. Man hat doch dann die Pfeile einmal eingesammelt. Und dann, wenn es nervt, kann man sie auch zerstören. Ich dachte, die Bienen machen uns nicht so. Nur manche. Und die machen was, wenn man zu nah rankommt. Jetzt wissen wir es besser. Wie viele Pfeile haben wir? Zwei? Ich dachte, hier würden vielleicht noch welche liegen. Ach, der ist auch wieder da. Nee, dann... Nee, die bleiben wohl doch nicht für immer und ewig liegen. Mit zwei Pfeilen? Ja, wir schaffen das jetzt. Die sind doch weg, bestimmt. Hm. Warum haben die ihren Platz geändert? Sonst schweben die doch genau da drüber. Guck mal, noch eine schwarze Ameise. Ah, ja, wir sind gut gestorben da oben. Ja, wenn wir das jetzt mit Geduld machen. Tja, aber nicht mit zwei Pfeilen. Wo sind die anderen alle? Wir haben doch vorhin oben... Die sind da oben in dem Rucksack jetzt, oder? Ja, wahrscheinlich. Und die ganzen scharfen Pfeile sind weg. Hier haben wir noch einen Federpfeil wenigstens. Wo haben wir den denn her? Da können wir jetzt den salzigen Pfeil draus machen, oder? Salzig mögen sie doch nicht. Frisch. Ach so. Frisch mögen sie nicht. Hm. Ah, ich verstehe. Dann läuft das so, dass wenn man die scharfen Pfeile verschießt, dass die Schärfe dann weggeht, aber die Federpfeile, die behält man. Wenn man sie wieder findet und holt. Was liegt denn da unten? Was ist das? Ist das unsere... Das ist ein Nagel nur. Ja, so haben wir die erste Biene geschafft hier, aber... Naja, mit zwei Pfeilen nicht. Das gibt nichts mit zwei Pfeilen. Dann schlage ich vor, dass wir doch... Ja, was machen wir denn jetzt? Vielleicht abhauen, Federn suchen oder irgendwas. Das alles hier. Ich kann hier nicht nochmal jetzt eine Stunde sitzen bei den zwei blöden Bienen. Die veräppeln uns doch. Die machen sich da einen Spaß draus. Naja. Ja, aber die besten Sachen sind da jetzt drin. Unsere Pfeile. Ohne Pfeile kommen wir doch nirgends durch jetzt. Ja, wir haben doch die... Ach Quatsch, wir kommen doch überall durch. Wir haben doch alles andere noch. Ui, wir haben es wirklich geschafft, uns davon zu trennen. Passt auf, wenn wir viele Pfeile haben, dann geht das viel besser. Als mit zweien, ja, könnte sein.
könnte man annehmen. Ah, wir haben zum Glück auch hier so ein bisschen was zu essen eingesammelt. Der Pfeilmacher bekommt erstmal das Salz. Wieso haben wir den Pfeilmacher hier? Ja, das ist sowieso hier irgendwie komischerweise unsere Hauptbasis im Moment. Dabei wäre das Haus am See, Haus Seeblick nenne ich es mal, das wäre viel geeigneter als Basis. Und wir haben da ja sogar schon angefangen, eine Basis obendrauf. Das soll ja eine Plattform werden, eine Basis. Gibt es da irgendetwas, das uns nicht fehlen würde? Ich meine, irgendetwas, das uns dort fehlen würde. Wir haben alles in der Nähe. Milben sind in der Nähe, Ameisen. Wir haben Spinnen sogar in der Nähe. Wir haben den Teich da. Und warum hier? Warum bauen wir hier so weit weg? Aber wir sind ja auch fertig jetzt mit Bauen. Und wir müssen ja eigentlich nur rüber. Und die, wo ist die zweite? Wir hatten noch eine Saftkiste hier rüber geschleppt. Die nehmen wir jetzt mit rüber. That tastes really good. Das sind die Saftkisten von hier. Und wir hatten unten, glaube ich, eine steht da. Die muss schon mal wieder weg hier. Aber die ist jetzt gerade voll, voll in Benutzung. Und dann hatten wir aber irgendwie noch eine Saftkiste hier. Ah, da ist sie ja. Ja, dann schnappen wir... Oh, die ist auch leer, oder? Ja, dann schnappen wir uns die jetzt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nachher verlieren wir es und dann... Also nachher verlieren wir es nicht. Nachher müssen wir die Kiste irgendwo stehen lassen unterwegs. Und dann... Also wir wollen jetzt keinen Ärger unterwegs. Eins. Zwei, drei. Ach egal. Das bauen wir ein andermal fertig. Ah, oh, kein Ärger. Ach so, ja richtig. Wir wollen keinen Ärger unterwegs und wir wollen schnell sein. Madenweste. Ist das das Leggings? Ja. Achso, die Schuhe sind, glaube ich, für Geschwindigkeit. Und wir nehmen eine Gasmaske mit, natürlich. Und das Inventar ist voll. Und wir brauchen unsere Schnorchelausrüstung, weil vielleicht gehen wir mal schnorcheln auch. Kiemenrohr. Safety first. Genau. Läuselatschen, dadurch werden wir schon mal schneller. Das ist gut. Dann die windschnittige Modenbrille, Madenbrille. Dadurch werden wir mehr Ausdauer haben. Prima. Und sehen schick aus. Und dann haben wir noch die schwarze Ameisenbrustplatte jetzt. Und die Madenweste erhöht die maximale Ausdauer. Jetzt haben wir zwei Teile, die uns Ausdauer bringen. Was ist mit den Leggings? Bekommen wir wir bekommen einen Bonus? Optimierte Offensive verkürzt die Zeit, bis sich die Ausdauer wieder regeneriert. Der Bonus ist gar nicht so schlecht, oder? Maximale Ausdauer erhöht maximale Ausdauer. Dann gehören die Schuhe hier doch bestimmt zu den Sachen, zu den Kleesachen, oder? Dieses Klee-Outfit haben wir noch da oben. Aber da haben wir doch auch was für die Füße. Ach Quatsch, hier ist das ja gar nicht. Haben wir ja hier erstmal alles drin. Ja genau, da haben wir doch was. Kleebeinschienen. Ja, da müssen wir nicht so viel essen immer. Da sind wir genügsam, wenn wir das haben. Und die, das sind die drei Teile hier. Die sollten wir mal schön anordnen hier. Zup-zarup, die gehören zusammen. Die Bienenteile hier gehören auch zusammen. Die Eichelteile müssen wir noch bauen. Und das hier sind sowieso irgendwelche anderen Sachen. Nee, dann glaube ich, können wir so los jetzt. Inventar ist wieder schön voll. Ach so, wo sind die Schuhe, die schnellen?
ja, was jetzt? Die Leggings wären Magen. Maden-Leggings wären auch nicht schnell. Wären auch nicht schlecht. Ja, so haben wir aber mehr Schnelligkeit. Renne schneller, das ist prima. Und dann das Ding mit der Ausdauer, ja. Ja, das reicht, wenn wir die beiden haben. Wir nehmen hier noch den. Den nehmen wir raus, den Fallensteller, und dafür nehmen wir hier den Schnellrenner rein. Den Scharfschützen, Heckenschützen brauchen wir auch nicht. Dafür nehmen wir lieber die Haucherlunge rein. Und jetzt sollte man sehen, wie wir da gleich durchkommen überall bei den ganzen Viechern. So, die Saftkiste kommt mit. Los geht's. Oh. Das ist doch schon schön schnell jetzt. Kommen wir hier irgendwo rauf? Ah, ich möchte nicht bei den Moskitos vorbei. Wobei jetzt mit der Armbrust würde ich schon mal gerne probieren, ob wir da besser gegen die ankommen. Ja, dafür wären natürlich Pfeile optimal, wenn man sie hätte. Große Spinne. Moskitos. Ja klar, wir lassen die Kiste bei der Spinne stehen. Ja, gut, Spannung muss ja sein. Doch nur kurz abgestellt. Und wo sind die Stinkkäfer? Wir gehen zu nah am Moskitogebiet vorbei für meinen Geschmack. Okay, ich wusste es. Wir kommen hier nie so richtig gut vorbei bei denen mit der Kiste. Auf zum Dosenbunker erstmal. Erstmal gucken, ob wir da ein paar Pfeile machen können. Oder vielleicht haben wir sogar noch welche eingelagert da. Na, die Spinne ist auch schon da. Wir sind zu schnell. Was haben wir denn hier Schönes? 20 Pfeile, ja, jetzt sollte man sehen. Jetzt geht's rund hier. Jetzt geht's den Kreaturen an die Substanz. Wartet mal ab. Oh, das sieht. Das sieht gut aus hier. Aber. Das ist noch nicht hier das richtige Teil für einen Pfeilmacher. Die richtige Umgebung dafür ist es noch nicht. Ach so, hier ist's. Nein! Echt jetzt? Und die Ameisen rennen da so durch. Hups, nimm dir mal ein Beispiel. Durch die Spinnenfäden. Und du hängst immer schön in den Seilen da, wenn du da durchgehst. Nein, jetzt haben wir keine Spinnenweben hier. Ausgerechnet hier haben wir keine. Nein, haben wir nicht. Ganz schlecht. Ja, aber wir müssen jetzt gegen die Spinne kämpfen. Das ist das gleiche Spiel wie mit den Bienen in den letzten Folgen, nur dass wir jetzt keinen Spawnpunkt hier haben. Ach ja, richtig, der Spawnpunkt. Armoring up. Yeah.
Perfekt. Ja, irgendwie bin ich so zittrig mit dem Ding. Habt ihr gesehen, ob das Ding irgendeinen Schaden genommen hat? Ein bisschen mehr als mit Pfeil und Bogen, oder? Aber sonst... Caught in a web. Ja, du musst da raus! Oh! Sei doch nicht so hupsig, Hups! Wieso ist dein Bogen nicht da, wo er sein sollte? Deine Armbrust, meine ich. Och Mann. Wir können das richtig gut. Wir können das richtig gut. Die Spinne hat keine Chance gegen uns. Den Boden haben wir getroffen, aber das zählt nicht. Wie viele Pfeile haben wir denn hier verschossen schon? Wie kommt das denn? Ja, weil wir nicht treffen, das Richtige. Die Spinne sollen wir treffen, nicht alles mögliche andere. Ach, das gibt's doch nicht. Die hat sich wieder vollständig regeneriert. So schnell. Ja, das ist für mich nicht das Richtige hier alles. Wir können nur wegrennen. Ja, dann... Sollten wir weiterrennen zum See. Vielleicht können wir da noch irgendwie was machen. Wir haben uns hier ein paar Pfeile abgeholt. Das ist ja frustrierend, ist das ja. Ja, damit war ich von Anfang an nicht einverstanden. Dass die Viecher sich so schnell regenerieren, dass man, also an einem Stück, wenn man die an einem Stück nicht schafft, hat man so gut wie keine Chance gegen die. Aber manchmal kommt man zurück und dann funktioniert das richtig. Dann haben die noch den Schaden, den wir ihnen gegeben haben. Wir wollten heute Ameisenlöwen 20 Stück töten. Safety first. Ja. Hätten wir mal machen sollen am Anfang, als die Armbrust noch in Ordnung war. Ach, wir können auch die Armbrust... Wir müssen die doch gar nicht reparieren. Wir haben doch hier bestimmt auch eine Schmiede irgendwo, oder? Ja, prima. Genau hier unten haben wir sie. Der Horror-Dosenbunker. Wir müssen unbedingt was machen. Palisaden drumrum oder was auch immer. Das kann ja nicht sein mit der Spinne. Ich meine, ich finde es gut, eine Spinne in der Nachbarschaft zu haben, aber... Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Richtet auch ein bisschen mehr Schaden an jetzt. Wo war der Reparaturstein drin? Hier. Ach, dann gehen wir erstmal schlafen. Okay, wir haben in dieser Folge... Wir haben es geschafft, uns von den Bienen zu trennen und hier zum Dosenbunker zu laufen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir immer noch keine Schnitte gegen die Spinne haben. Erkenntnis.
Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.